Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von unserer FIFA 16 Ultimate Team Serie und das heißt natürlich herzlich willkommen zurück hier bei FIFA Rising Stars. Ja, ihr seht, am Team selber hat sich nichts verändert, das liegt einfach daran, dass wir hätten zwar genügend Upgrade-Punkte, allerdings fehlt mir aktuell so ein bisschen das Geld, weil letzte Folge, die Davi und so, ihr wisst Bescheid, da ist einfach ein bisschen was draufgegangen und dementsprechend werde ich heute, zumindest im ersten Spiel, so rum, nicht mit Upgrades dienen können, eventuell im zweiten Spiel, aber ich glaube es eher mal nicht. Da warte ich dann lieber bis zur nächsten Episode und dann vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr reinklatschen und ich würde einfach sagen, wir sehen uns, sobald ich einen Gegner habe. Bis gleich. So, unser Gegner ist FootFC. Ja, wahrscheinlich wieder so kompletter Chelsea-Fan hier. Hat ja aktuell nicht so viel zum Lachen. So, und auch, ne, fast ein komplettes Chelsea-Team. Na, wobei, fast ist auch relativ. Falcao, Pedro, Cazorla, Fernandinho, Oscar, Smalling, Rojo, Valdes im Tor, links glaubt Klischen, rechts Debuschi. Ja, auf jeden Fall starke Elf und hoffentlich wird er jetzt hart gebastelt. Die Davi. Ja. Daniel, boah, der Typ, ey. Ja, stark, boah, Emre. Nein, ach nö, hä? Wie ging das denn? Vor allem, warum reißt denn Ginter da so eine Lücke? Also, hä, ach, oh, ja. Gut, wenn der Rechtsverteidiger ein Tor macht, ne? Und vor allem so, weiß auch Bescheid. So, die Davi, so, fertig ist. Also, ja. Wir wollen jetzt mal nicht zu seiner Defensivleistung bei dem Angriff gerade irgendwie zu sprechen zu kommen. Aber das ging verhältnismäßig sehr einfach. Sehr, sehr einfach. Aber Daniel Didavi, wie gesagt, der Inform, gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. War nix, Freunde, hallo. Was ist das denn immer? Ah. Junge, der Typ war aber auch echt, also. Der war richtig behindert. Ja, super. Und jetzt wird das Spiel wahrscheinlich nicht mal gewertet, oder? Toll. Ich freue mich richtig. Ja, super. So, Spiel wird nicht gewertet. Ihr seht jetzt gleich einmal die Grafik und dann sehen wir uns mehr oder weniger in Spiel Nummer 2. Bis gleich. Ja, das erste Spiel lief alles andere als toll. Wir haben lediglich 2 Punkte für das Unentschieden bekommen. Den Rage Quit habe ich nicht gewertet, da es für mich wie einfach ein Connection Loss von den Servern aussah. Den Man of the Match habe ich auch nicht gewertet, weil ich nicht geguckt habe, ob er einen besser bewerteten Spieler hatte. Und zudem haben wir nur noch ein Tor bekommen, sprich wir gehen jetzt mit 17 Upgrade-Punkten und 3 Special Card Points in Spiel Nummer 2 und hoffen, dass es da besser läuft. Viel Spaß. So, ich hoffe, dass diesmal das Ganze jetzt ein bisschen besser abläuft. Oh, schon wieder einer mit Chelsea-Trikots. Hat er gerade schon so gut funktioniert? So, was hat er für ein Team? Okay, Liga BBVA, Oblak, Pepe, Ingo Martinez, Carvajal. Links kenne ich nicht, aber ich glaube, er heißt Gaia, aber ich bin mir nicht sicher. Parejo, Koke, vorne habe ich noch Conor Planka gesehen. Conor Planka, glaube ich, ja. Aus der Ukraine auf jeden Fall. So, und hoffentlich mal wieder ein komplettes Spiel. Wäre zumindest schön. Scheiße. Nein. Boah. Ja, gut. Das war jetzt natürlich. Ja. Weiß, habe ich den Timo rausgeholt? Kann sein. Naja. Wir probieren einfach mal den direkten Gegenzug. Ja. Wir lassen uns dann auch einfach vielleicht mal. Okay,
Die Davi, komm. Komm, jawohl. Also Daniel, die Davi ist echt stark. Also der Inform gefällt mir richtig gut. Das war, also, ich weiß nicht, aber der ist echt... Ich hatte ja mit dem Normalen schon ein gutes Gefühl, aber der rasiert richtig. Ich weiß nicht, was bei dem Kollegen los ist, aber der gefällt mir richtig gut. So, 1-1. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das Ding hier irgendwie an uns reißen können. Erich schickt natürlich Daniel die Davi. Und da ist das 2-2. Ist dieser Typ. Also sein Schuss wurde echt enorm verbessert. Generell, also auch sein Stellungsspiel, der gefällt mir richtig gut. Ist eigentlich schon gar kein ZOM mehr, ist mehr so eine hängende Spitze. Aber das ist wirklich, ich meine klar, das ist ein 16er, also darf man auch erwarten, dass der Ball zumindest mal aufs Tor kommt. Aber der macht seine Chancen echt rein. 2-1 jetzt hier für uns. Oh nein, wenn ich schon wieder sehe, das geht gleich wieder so nach... Oh fuck. Oh fuck. Oh. Der Matthias wirft ihn noch rein. Immerhin. Immerhin. So, jetzt ist es wieder die Davi. Vielleicht die Flanke auf den anderen Daniel. Nein, was? Oh. Hat er schlecht genommen. Lol, was ist denn? Achso, Spiel vorbei. So, Freunde. Das Spiel ist durch. Ja, die Davi, Man of the Match. Klare Geschichte. Zweite Hälfte war trocken. Zweite Hälfte war sehr, sehr trocken, weil von unserer Seite aus kam nicht mehr viel. Aber ich denke, wir haben verdient gewonnen. Ihr seht jetzt noch die abschließende Grafik. Wir gucken uns noch kurz an, was das in der Tabelle heißt. Wir haben jetzt 3 Siege in Folge. Theoretisch haben wir auch noch einen Unentschieden, aber das wurde ja, wie ihr gerade gesehen habt, nicht gewertet. Und das war's jetzt vom Gameplay und wir sehen uns einfach gleich. Ja, Spiel 2 endet ein bisschen besser. Und zwar haben wir einen Sieg, sprich 3 Punkte. Ein Punkt für den Man of the Match sind wir bei 4 Punkten. Wir haben jetzt auch wieder 4 Tore, sprich wir haben 21 Upgrade-Punkte und 3 Special Card Points. Ich muss auch dazu sagen, ich kann euch nicht versprechen, dass wir jetzt diese 21 Punkte, die ja enorm viel sind, in der nächsten Episode direkt wieder reinvestieren können, weil ich muss erstmal so ein bisschen finanziell wieder auf ein Level kommen, dass ich auch wirklich in jeder Episode mal wieder einen Spieler verpflichten kann. Das ist aktuell einfach nicht möglich. Ich habe aber wieder ein paar Münzenboosts freigeschaltet, also das heißt, da sollten wir auch in Zukunft jetzt wieder ein bisschen weniger Probleme haben. Und das war's dann jetzt für diesen Part. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Tschüssikowski und ciao. Tschüssen.